Ja! Was für ein Publikum! Ein herzliches Willkommen zur 39. Ausgabe von Printhofs Ballgeflüster. Wir sind wieder mal hier im Westfalenpark auf der Seebühne. Schön, dass ihr alle da seid. Ein herzliches Willkommen. Das kann ja was werden in den nächsten 60 Minuten. Mein Gott, vielen, vielen Dank. Wir haben Hammergäste heute bei uns. Wirklich, mehr geht nicht. Und sie wollen natürlich jetzt gerne zu mir kommen. Deshalb begrüßt sie auch dementsprechend. Er, mein erster Gast, ist seit Jahren Mr. Topspiel-Moderator und bei Sky tätig, inzwischen auch bei Prime. Und bei Champions League-Abenden sehen wir ihn auch als Dauergast im Signal Iduna Park. Normalerweise stellt er die Fragen. Heute werde ich ihm die Fragen stellen. Herzlich willkommen, Sebastian! Vielen Dank für den netten Empfang. Freut mich, hier zu sein. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, was du mir erzählt hast, muss ich ganz ehrlich sagen, vorher. Aber es haben sich auf jeden Fall alle gefreut. Ja, das ist schön. Prima. Es kann nichts Schlechtes gewesen sein. Ja, gut. Mein zweiter Gast war am Samstag leider noch nicht mit dabei. Er war noch verletzt. Er wird uns sicherlich jetzt gleich sagen, wie lange es noch dauert, bis er auf dem grünen Rasen zu sehen ist. Herzlich willkommen, unsere neue Nummer 6, Sally! Mein dritter Gast hat am Wochenende seine Heimpremiere in Schwarz-Gelb. Ja, ich mag sowas nicht. Gegeben. Er ist schon online. Ich habe ihn auf dem Ohr gehabt. Er war am Wochenende mit vollem Körpereinsatz dabei. Darüber werden wir natürlich heute sprechen. Er hat alles abgeräumt. Später in der Sendung wird unser Schlussmann, unsere Nummer 1, Gregor Kobel, allerdings gnadenlos uns, euch seine Schwäche aufzeigen. Zunächst heißen wir ihn herzlichst willkommen, unsere Nummer 4, Nico! Nico ist aber auch bei uns an, ne? Jetzt? Jetzt ist an. Sebastian, ja. Eigentlich bist du der Mann, der als Moderator durch die Fußballabende und Interviews führt. Wie wohl fühlst du dich jetzt eigentlich als Interviewgast? Och, ganz ungewohnt, aber ich bin gespannt. Die Fragen sind ja nicht abgesprochen. Im Vorgespräch. So weit kommt es noch. Ja. Er hat mir noch nie gesagt. Nee. Im Vorgespräch wurde mir gesagt, ich soll auf jeden Fall einmal sagen, dass ich fest dran glaube, dass der BVB Deutscher Meister wird. Nein, um ehrlich zu sein, wurde mir genau davon abgeraten. Aber ich wollte gerade sagen, was ist denn das für eine Schleimerei? Nein, ich freue mich, dass ich hier sein darf, wirklich.
Ja, du hast Seite, was wir sagen dürfen, ist, dass du einen gewissen Bezug zu Dortmund hast. Ja, genau. Meine Mama ist hier geboren, Papa kommt aus Lüdenscheid. Das also, rechtfertigt auf jeden Fall schon mal dein Kommen am heutigen Abend. Ich fühle mich wohl, ja, auf jeden Fall. Ja, so soll es ja auch sein. Sally, die wichtigste Frage zuerst. Wie geht es dir? Was machen die Knochen? Und wann sehen wir dich auf dem grünen Rasen? Ich glaube, es geht bergauf, ich sag mal so. Ist natürlich scheiße, sage ich mal, für den... Das kann man eben hier im Ruhrgebiet sagen. Das ist in Ordnung. Ich glaube, so zu starten, glaube ich, habe ich mir anders erwünscht. Aber gut, das gehört dazu. Es geht bergauf. Wir schauen von Tag zu Tag. Und es ist natürlich eine Qual, wenn ich die Jungs da so kämpfen sehe. Aber ich hoffe, dass ich bald wieder auf dem Platz stehe. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, wie es am Samstag so war. Ja. Nico, du warst am Samstag zum ersten Mal im ausverkauften schönen Stadion als Schwarz-Gelber. Mittlerweile alles verarbeitet, was da an dem Tag passiert ist? Also es ist ja eine Menge passiert. Ja, mittlerweile, glaube ich, habe ich alles verarbeitet, weil schon sehr, sehr emotional war am Wochenende. Das Spiel hat es auch hergegeben. Es war ein sehr, sehr enges Spiel, zwei gute Mannschaften. Und es war für mich so ein bisschen ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, weil du davon geträumt hast, in so einem großen Stadion zu spielen und viel geopfert hast. Deswegen war das schon was Besonderes am Wochenende. Die 80.000 sind schon eine Wucht, ne? Die sind eine Wucht, ja. Und die haben uns auch über das ganze Spiel begleitet und haben uns vielleicht so die letzten 10 Minuten auch nochmal die Wucht gegeben, die wir gebraucht haben, weil das Spiel schon sehr, sehr eng war und wir sehr viel hinten drin standen. Und die Zuschauer haben uns dann nochmal gepusht, sodass wir, glaube ich, die letzten 10, 15 Minuten nochmal aus unserer Komfortzone rausgekommen sind und relativ gute Beigewinne und alles hatten. Für uns auf jeden Fall. Genau. Für uns auf jeden Fall Grund genug, noch einmal zurückzublicken auf den vergangenen Samstag. Wir haben am Samstag gesehen, dass du bei tollen Aktionen dich selbst motiviert hast, dass du das Publikum angestachelt hast. Ist das so deine Art, Emotionen abzubauen oder ist es der Atmosphäre im Stadion geschuldet? Ist schon ein bisschen der Atmosphäre geschuldet, weil ich glaube, das war dann auch... ja. So in dem Sinne kannte ich die Atmosphäre noch nicht und ich glaube, dass es dann, ja, wie gesagt, mein erstes Spiel war für den BVB und ich wollte mir zeigen und auch den Leuten zeigen, dass ich relativ gut Fußball spielen kann. Ist dir eindrucksvoll gelungen. Ja, danke. Es hat mir einfach Spaß gemacht an dem Abend. Ich glaube, das war erst mein erstes oder zweites 18:30-Spiel. Du weißt, die Leute schauen auf dich, das Stadion ist ausverkauft und das Spiel war einfach sehr, 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 sehr geil für mich und so hat es sich auch angefühlt und deswegen habe ich mich auch öfters abgefeiert. Sally, du bist ja auch nachher noch mit vor der Südtribüne gewesen, hast zum ersten Mal vor dieser riesigen Wand gestanden. Was geht da einem so durch den Kopf, wenn du diese Wucht spürst?
Ja, ich glaube, ich stand ja das ein oder andere Mal schon davor, aber zwar gegen mich, aber ja, aber das ist schon extrem, muss ich sagen. Also die Wucht dahinter. Nicht. Köln ist auch super. Also da muss man schon. Also du hörst da, also das weiß auch jeder und sagt, gut. Aber diese 25.000 auf der einen Tribüne, das ist schon. Nee, das ist schon extrem. Ich glaube, ja, Schlotti hat es schon gesagt. Das ist, glaube ich, eine Wucht, die auch ja, jeder Spieler braucht, glaube ich, auch wenn es schwer wird. Wenn mal die Luft wegbleibt, dass dann Leute im Rücken stehen, die sich einfach anpeitschen. Ja, und ich glaube, ich kann es kaum abwarten, da auch vor der Kurve zu spielen. Also seht zu, wird schnell gesagt. Ich versuch's. Sebastian, du bist ja jetzt schon, wie viele Jahre bist du im Geschäft? Oh. Ich frage dich jetzt einfach mal, weil es mich auch... 92. Seit 92. Du bist schon viele Jahre in den Stadien dieser Welt unterwegs. Du kennst die Atmosphäre in Dortmund. Du bist auch oft unten auf dem Rasen. Du kriegst das hautnah mit. Gibt es eine Veränderung zu vielleicht letztem Jahr? Du meinst Corona jetzt oder was? Ja, vielleicht so. Vielleicht waren die Leute auch so emotional noch nicht wieder... Ach, du meinst bereit, ja, einfach jetzt, Vollgas ja. Im Stadion. Ja, ja, nee, ich finde, also all das, was sich der BVB so vorgenommen hat, jetzt in der neuen Saison, ich finde, dass das schon viel stattgefunden hat in den ersten 90 Minuten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand das als Teamleistung, fand ich das echt gut. Und insgesamt so mit viel Charakter. Wir haben immer viel über Haltung diskutiert. Das war so eine Vokabel, die am Ende der Saison immer kam. Es gab BVB. Auch noch eine, die ich nicht kenne. Ich weiß, ja, gut. Die lasse ich jetzt mal weg. Mentalität. Ja, ich weiß. Da haben wir Sebastian Kehl schon mit konfrontiert an dem Samstag. Der war auch ganz happy. Und ich finde, das, was sich der BVB vorgenommen hat, hat man in dem Spiel schon irgendwie gespürt. Aber das nützt ja alles nichts. Also, wenn die nächsten 7 gewinnst, dann spielst du gegen Bayern. Und dann, wenn du bis dahin alles gewonnen hast, dann kann man mal sehen, ob es ein guter Start war oder nicht. Also ich fand das als Teamleistung einfach stark. Und auch noch ein Satz vielleicht zu Nico. Wir haben ja nachher immer, diskutieren wir so ein bisschen, wer ist denn jetzt Spieler des Spiels? Dann sagt Lothar, das ist mein Spieler so ein bisschen. Und dann gibt es immer so einen Datenabgleich mit unseren Datenredakteuren. Was gibt denn so der Spieler her? Jetzt, also von den Daten hätten wir jetzt eher Marco Reus genommen, weil er eine tolle Passquote hatte, natürlich das 1-0 gemacht hat. Und bei Nico waren die Werte okay, jetzt aber nicht überragend. Ja? Aber du hast halt gesagt, nein! Moment. Naja, so schnell kann sich das Blatt wenden. Ja. Ne? Der beste Zweikämpfer der letzten Saison, das weiß ich alles, Nico. Aha. Aber dann hat deswegen sage ich dir, dann hat Lothar Matthäus gesagt, pass auf, für mich ist der Spieler des Spiels ganz klar Nico Schlotterbeck, weil der mit all dem, was er hat, die Mannschaft... Die Mannschaft damit durchgetragen hat mit den anderen. Und das ist auch so ein bisschen so die Geschichte des Spiels. Du bist ja seit vielen Jahren mit Sky unterwegs und auch bei uns im Stadion. Und du hast ja inzwischen alle Interviewstationen oder Positionen im Stadion, glaube ich, schon abgefrühstückt. Aber am Samstag gab es mal wieder was Neues. Ihr wart auf dem Mittelkreis. Ja. Und als die Mannschaft rausgekommen ist, seid ihr direkt dort am Ausgang gewesen. Ist das selbst oder ist das für dich jetzt nach so vielen Jahren noch was Besonderes oder ist das ein weiterer Moderationspost? Nee, das ist schon 1+ mit Sternchen. Ne? Also wenn man sich vorstellt, dass man in der Mitte von diesem Stadion steht, also auf dem Mittelpunkt, obwohl man darf die Linie nicht berühren, da gibt es schwer Ärger hier mit dem Platzwart. Also das habe ich auch schon festgestellt. aber das ist natürlich schon... Viele abends nicht mehr nach Hause gekommen. Ja. Mit Lothar Matthäus kann mir nicht so viel passieren. Er wird ganz selten abgeführt. Aber trotzdem... nein, das ist total was Besonderes. Und als die Mannschaften dann zum Warmmachen rausgekommen sind und wir standen dann nochmal, also Nähe Mitte und die links und rechts läuft Leverkusen und der BVB da vorbei. Und du bist halt mittendrin. Und die Zuschauer können das so ein bisschen mitnehmen zu Hause. Die schauen, das ist schon super. Ja, außergewöhnlich. Nico, sportliches Fazit, was war gut, was muss noch besser werden? Ich glaube, das Ergebnis war einfach gut und die erste Halbzeit, ich glaube, der Herangehensweise war auch gut. Wir haben uns dann in der zweiten Halbzeit, so fußballisch betrachtet, ein bisschen sehr nach hinten orientiert. Aber ich glaube, dass die Mentalität und dass die ganze, diese ganze Aufbruchsstimmung schon mal echt gut war. Und ich glaube, dass wir immer noch in so einer Findungsphase sind, weil wir uns lange noch nicht kennen. Ich bin auch erst seit, glaube ich, knapp 3,5 Wochen hier. Das geht noch nicht alles von einem auf den anderen. Deswegen
war das Ergebnis schon mal gut und wir haben glücklicherweise zu Null gespielt, weil der Craig einen ganz guten Tag hatte. Sally, aus aktuellem Anlass müssen wir natürlich über unsere Neuverpflichtung kurz sprechen. Anthony Modest ist zu uns gekommen. Du kennst ihn natürlich aus gemeinsamen Zeiten beim 1. FC Köln. Welche Qualitäten bringt der Stürmer Anthony Modest, Toni Modest mit? Ja, ich glaube, Toni ist sehr speziell. Also wenn jemand letzte Saison auch geguckt hat, der hat natürlich vor allem im 16er extreme Qualitäten, sowohl mit dem Kopf. Ich glaube, Schlotterbeck hat es im eigenen Leib erfahren. Ab und zu. Ja, alle gut vorbereitet. Nein, aber der ist einfach brutal abschlussstark, sowohl mit dem Kopf als auch mit dem Fuß. Er ackert viel und ich glaube, das braucht die Mannschaft einfach. Einen, der vorne die Sicherheit gibt, der ist auch robust, also mit knapp über 1,90 Meter. Ist auch nicht der Kleinste, glaube ich, als Stürmer. Und wie gesagt, braucht wenig Chancen, um Tore zu machen. Ich hoffe, dass das auch die Saison über die Saison hinaus so klappen wird. Jetzt das Sportliche. Was ist das sonst für ein Typ? Können wir uns auf irgendwas freuen? Ja, auf vieles, auf vieles. Ich glaube, Toni ist sehr lebensfreudiger Mensch. Ich glaube, jeder kann mit ihm gut umgehen. Er ist ehrlich, wenn er was nicht mag, sagt er das auch direkt. Aber ja, wie gesagt, man kann mit Toni über alles reden. Man kann viel mit ihm lachen. Ich glaube, das zählt, ja. Sebastian, du bist ja jetzt nur in der Beobachterrolle. Was sagst du zu dem Modeste Transfer? Ja, wie Nobby Dickel früher, ne? Kein Techniker, aber ein Knipser. Also wenn Nein. Ich hatte, ja. Ich hatte auch gesagt, der Wolf Christoph sollte kommen. Der kommt aber nicht, deswegen. Nein, das will man ja. Das ist noch als Lob. Ja, natürlich, nein. Du weißt, wie sehr ich dich schätze. Also, ja. Es ist, die wissen, was sie kriegen. Nein, mit den ganzen Qualitäten. Der kennt die Bundesliga, der kennt Dortmund, der hat tierisch Bock, Champions League zu spielen, logischerweise. Kommt in eine tolle Mannschaft, der FC, um ehrlich zu sein, muss man auch sagen, sind die froh, dass sie das Geld kriegen und das Gehalt sparen. Das ist beim 1. FC Köln im Moment so. Und das ist jetzt für die Zeit, wo die Dortmunder so einen brauchen vorne als Zielspieler in gewissen Spielen, je nachdem, auf wen du triffst, ist das ein Top-Mann. Ich meine, für den FC ist bitter, der hat 38% der Tore gemacht für den FC. Das ist die höchste Quote überhaupt in der Bundesliga. Das ist schon echt brutal, also der Abgang. Aber für den BVB ist das super, also echt guter Transfer. Ja. Sally hat es gerade angerissen, Schlotti. Du hast dreimal gegen Anthony Modest gespielt. Jedes Mal hat Toni getroffen. Nie hast du gewonnen. Aber jetzt kommt die Frage, die wieder. Also, wie sehr freust du dich, dass du nicht mehr gegen ihn ist tatsächlich ein Stürmer, gegen den man sehr ungern in der Bundesliga spielt, weil er einfach viele Qualität mitbringt. Ob das in der Luft ist, beim Bälle festmachen oder auch im Strafraum, weil er dir immer irgendwie hinter dir steht und du immer aufpassen musst, dass er dir jetzt keinen einnickt. Deswegen bin ich ganz froh, dass er mittlerweile jetzt bei uns spielt und ich glaube, er wird dann auch viele Tore für uns schießen. Und ich werde mit ihm jubeln. So viel zu unserem Neuzugang im Sturm. Wir haben aber hier noch Neuzugänge aus Mittelfeld und Abwehr sitzen, mit denen wir uns natürlich noch intensiver beschäftigen möchten. Nico Sally, Brinkhorst Ballgeflüster ist ja nicht der erste gemeinsame Termin von euch in dieser Saison. Ihr habt ja auch schon die Leistungsdiagnostik miteinander verlebt und absolviert. Und da haben wir ganz interessantes Material gefunden. Und da wollen wir doch gerne mal jetzt erstmal reinschauen. Also, man sieht es da. Das ist Sally. Hoch, weiter. Zurückgespult, ne? Ja, wir sind jetzt beim 16.
Danke. Klimmzüge, 21 Klimmzüge. Und jetzt kommt Schlotti, warte. Lotti, warte. Der dritte sah schon ein bisschen mühsam aus. Aber er kämpft sich hoch. Das war die 11 und jetzt alle gemeinsam die 12. Ja! Was hast du gedacht, als du ihn gesehen hast? Was ist denn das für eine Maschine? Kennt mich ja schon was länger. Ich kenne ihn schon etwas länger, ja. Er hat tatsächlich schon angekündigt, dass er echt gut ist. Also 21 ist schon, wer sich bei den Klimmzügen auskennt, das ist schon echt ein Brett. Ich bin mit meinen 12 echt zufrieden, ne? Weil das ist, das finde ich auch schon echt gut. Aber 21 von Sali, ich glaube, da ist auch der Beste in der Mannschaft. Und ich bin auch im Obermittelfeld, deswegen. Du scheinst eine gute Physis zu besitzen. Jeder, der dich kennt, weiß, wie du spielst. Dafür brauchst du auch eine gute Physis. Ich bin halt einer, der gerne zulangt und ich glaube... Deshalb, ich hab's euch eben gesagt, freut euch drauf, wenn Sali auf dem Platz ist, da knallt's richtig. Wenn du so gut drauf bist, also macht es dir keine Angst, zur Leistungsdiagnostik vor der Saison zu gehen? Nee, ich glaube... Nee. Also, ich glaube, freuen tue ich mich jetzt nicht. Ich glaube, aber wie gesagt, die Leistungsdiagnostik ist halt dazu da, um einfach mal maximal zu sehen, wo der Stand ist und daran arbeiten kann. Und das tun wir dann auch die Saison über. Muss aber sagen, er war 2 Tage später verletzt. Das stimmt. Ja. Ich weiß nicht, an was lag, aber... wahrscheinlich an den Klimmzügen. Ja, wahrscheinlich, ja. Nico, Klimmzüge haben wir gesehen, das ist nicht so dein Ding. bei der Leistungsdiagnostik, wie sieht es da sonst aus? Wie sieht es mit dem Laktattest aus? Ja, relativ normal. Was gibt es da für Werte? Ja, gute und schlechte. Ich habe ordentliche. Ich bin nicht so der Fan von Blutabnehmen. Was ist tatsächlich, der? Aber... Nee, da war ich dabei. Da war ich dabei, wirklich. Was macht er? Normaler sitzt da und lässt sich Blut abnehmen und er muss es sich hinlegen und hat gesagt, ich will das nicht sehen. Ja. Wirklich. Ich kann ja nicht nur Stärken haben, ich muss ja auch irgendwann mal Schwächen haben. Ja. Das sagt ihr jetzt schon, das Ding geht um die Welt. Ja. Nee, ich habe habe ich mich aber ganz gut eingestellt. Was waren deine ersten Gedanken, als du mitbekommst, dass Sali Özcan verpflichtet wird? Ich habe ihm tatsächlich geschrieben, weil glaube einen Tag davor wurde schon so ein bisschen in den Medien spekuliert. Dann habe ich ihn erstmal gefragt, wie es denn aussieht. Er wollte nicht ganz die Infos geben. Ich und dann weiß, hat er gesagt, ist. Ich darf nichts sagen, ja. Nee. Ich hab eher nur mit Smileys reagiert. Genau. Ach so, gar nicht. Ich habe geschrieben, wenn es soweit ist, Bro, Glückwunsch. Er hat nur Lachsmileys zurückgeschickt, dann war mir schon klar, dass es relativ zügig vorangeht. Und ich glaube, er ist ein guter Junge. Wir haben uns bei der U21 schon super verstanden. Wir haben sehr viele Spiele zusammen gehabt, hatten, glaube ich, zusammen den größten Titel unserer Karriere. Das verbindet uns und Sali ist der Spieler, den man im Fernsehen sieht. Er tut einem weh, kann aber auch mit dem Ball und ich glaube, dass er den ganzen Fans hier sehr, sehr viel Freude bereiten wird. Davon bin ich auch überzeugt. Frage an dich, wie hast du reagiert, als du gehört hast, dass Schlotti zum BVB wechselt? Ja, ich habe mich eher für Schlotti gefreut. Ich glaube, das ist ja natürlich... Nochmal? Was ist denn als erstes bekannt gegeben worden? Schlotti. Meiner. Schlotti. Ja. Ich wollte sie als erstes. Nee, vorher war, glaube ich, Karim sogar, ne? Ja, das stimmt. Ja, also warst du doch nicht der Erste. Ja, nicht ganz. Nee, ich glaube, Schlotti ist halt ein guter Innenverteidiger, der sowohl
wie man es gesehen hat, gut grätschen kann, gut Gegnern wehtun kann, aber auch, wie gesagt, einen guten linken Fuß hat. Und ich glaube, so einen braucht jede Mannschaft. Und ja, das hat man jetzt am Wochenende gesehen, dass er der Mannschaft helfen kann. Und ja, ich habe mich für ihn auf jeden Fall gefreut. Super. Danke. 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 Ja. Wir wollen natürlich auch gerne mal die andere Seite hören. Wir von BVB TV sind natürlich öfter beim Training mit dabei, schauen uns das alles an. Und Nico, dass du schon sehr gesprächig bist, vor allem bei Torschussübungen, das haben wir mitbekommen. Dann haben wir direkt mal bei unserer Nummer 1 nachgefragt, was er so von deinen Torabschlüssen hält. Seine Abschlüsse? Oh, nicht viel, sag ich ehrlich. Da muss man noch ein bisschen einen draufpacken bei den Abschlüssen. Aber gut, zum Glück haben wir ihn ja auch nicht für seine Abschlüsse geholt, sondern wegen allem anderen. Und alles andere macht er sehr, sehr gut. Schlotti, der ist einer, der macht ein bisschen... Der redet gerne ab und zu ein bisschen im Training und da muss man natürlich auch ein bisschen zurückgeben. Es gehört dazu, ein bisschen Feuer reinbringen im Training. Das macht immer Spaß und Schlotti macht das ganz gut. Von daher muss da immer ein bisschen was kommen. Hast du noch keinen reingekriegt von ihm? Noch keinen? Ah, vielleicht einen, aber viel mehr wird es nicht gewesen sein in den 30 Training, wo wir bisher hatten. Aber er macht da, vielleicht Kopfball ist schon wieder eine andere Geschichte. Kopfball ist ja natürlich sehr gefährlich. Aber an seinem Flachschuss in die lange Ecke, da geht noch relativ viel neben vor. Jetzt möchten wir natürlich gerne dein Statement zu der Aussage von deinem Torhüter. Ja, stimmt leider. Nein, ist nicht mein Spezialgebiet. Ich bin dann auch eher einer, wenn andere schießen, dass ich dann meine Kommentare zu den Torhütern abgib. Dass sie auch mal einen Ball fangen sollen. Und der Greg, der hat das. Er kam tatsächlich nach dem Leverkusen-Spiel auf mich zu, weil er ja den einen Ball gefangen hat. Und hat gesagt, du hast gesagt, ja. Nee, wir haben da immer relativ viel Spaß und ich glaube, dass ich ein relativ loses Mundwerk habe und mir auch nicht alles gefallen lasse. Aber ich muss sagen, wenn er über meine Schüsse urteilt, dann stimmt das leider. Das finde ich aber dann auch als Selbstkritik sehr gut. Gregor hat aber auch erwähnt, dass du viel erzählst im Training. Du bist immer am Reden. Ist das so während des Spiels auch so, dass du deinen Gegenspieler auch voll textest? Ja, das geht. Ja. Was sagt man? Es kommt darauf an, wie sich die Gegenspieler gegenüber mir verhalten. Ich glaube, das ist mittlerweile schon anders geworden ist zu früher. Es ist einfach mehr Respekt so untereinander. Aber wenn mir ein Stürmer nicht gefällt, dann sage ich dem auch meine Worte. Oder am besten man zeigt es auf dem Feld. Und wenn man dann in Führung liegt, dann hält man seinen Mund und lacht eigentlich nur drüber. Ihr beiden könnt ja die gegnerischen Stürmer aufs Kamener Kreuz treten. Das geht dann. Deswegen. Sebastian, wieso passt Nico Schlotterbeck so gut zum BVB? Oh, da gibt es natürlich viele Argumente. Also ich finde, dass jetzt die Idee mit Süle und mit Nico und mit Mats, also haben natürlich drei Top-Innenverteidiger, je nachdem, wie das System dann aussieht, alles deutsche Nationalspieler. Ich glaube, dass das ein echtes Statement ist für den BVB. Super Spieleröffnung und ich glaube, das, was Sie eben schon gesagt haben, also so wie er agiert, dass das dem BVB einfach gut tut, ne, dass er die Leute alle mitzieht. Und das fand ich jetzt, wenn wir nochmal einen Vergleich ziehen zur letzten Saison, fand ich das... Dass da teilweise schon irgendwie auch ein Manko da war, dass zwar alle Bock hatten zu gewinnen, aber irgendwie nicht alle zur gleichen Zeit, ne, über die 90 Minuten. Das war so ein bisschen das Problem. Nein, du brauchst halt ein paar Leute im Team, die immer, also das ist jetzt meine Einschätzung, die mal total überzeugt sind vom Erfolg. Salih gehört ja dazu, das hat er beim FC ja unter Beweis gestellt, auch mit seinen ganzen Balleroberungen. Und also das, deswegen ist das vom, wenn wir jetzt mal dieses Wort Charakter nehmen, ist das, glaube ich, von beiden und für beide und für den BVB. Das sind zwei Top-Leute auf jeden Fall. Absolut. Also Gregor und Schlotti haben sicherlich in der nächsten Woche noch ein bisschen was zu besprechen. Aber genauso Salih und Jude. Da sind wir jetzt mal gespannt. Zuvor erinnern wir uns an den 20. März 2022, Tatort Köln.
Also, der Schuh war kaputt. Er musste ausgewechselt werden, soweit das belastende Beweismaterial. Bevor der Angeklagte hier aber zu Wort kommt, wollen wir zunächst einmal das Opfer zu Wort kommen lassen. Yo, Sally, you promised me a pair of boots. I want handmade, golden, sparkling boots made with love and care. Otherwise, I'll never pass to you again. You've got 2 months. Good luck. Handgefertigte, goldene Schuhe möchte er haben. Sonst wird Sally nie wieder ein Pass von ihm bekommen. Herr Oetscher, was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Zu meiner Verteidigung habe ich nicht viel zu sagen. Ich glaube, die Beweise reichen leider nicht ganz aus. Aber nein, ja, ich habe ja vorher schon gesagt, ich glaube, gegen mich tut dann immer wieder weh. Keine Rücksicht auf Verluste, aber ich habe mit dem Jude schon gesprochen. Ich habe ihm versprochen, neue Schuhe zu kaufen. Ich glaube, das werdet ihr alle dann auch mitbekommen. Und ja, ich werde mein Versprechen auf jeden Fall einlösen. Wir kommen dann natürlich vorbei. Ja, so sieht's aus. So, bei uns sind ein paar Fanfragen angekommen und da wollen wir direkt mal zu überleiten. Wir haben auf Social Media aufgefordert, euch zu fragen und deshalb und jeden von euch eine Frage. Sally von It's Kifko fragt auf Twitter, lieber Bart abrasieren oder die Haare wie Nico färben? Also ich glaube, mein Bart würde ich nicht abrasieren. Ich glaube, das ist schon mein Markenzeichen. Ich würde eher so die Haare färben wie der Nico. Also so schlimm sieht das jetzt auch nicht aus. Möchtest du was dazu Nein, sagen? Nein. Anna-Theresa.schade fragt auf Instagram, woran möchtest du noch arbeiten, Nico Schlotti? Mein fußballerischen Problem, oder? Ich weiß nicht, wie weit du dich heute Abend hier öffnest. ja, dann reden wir über das Fußball. ja, es gibt an viel zu arbeiten. Ich glaube, dass ich in den Sachen, in den Konzentrationssachen schon sehr, sehr viel machen kann, weil mir ab und zu so Fehler passieren wie jetzt gegen Leverkusen kurz vor der Halbzeit, als Mo mich gerettet hat. Ich glaube, dass es noch zu oft ist. Flachschüsse? Flachschüsse aber nur, dass sie im Training reingehen. Im Spiel sind sie egal. Nee, und sonst, ich glaube, ich benutze meinen rechten Fuß nicht so oft, weil der einfach nicht gut ist. Ja, wenn der andere ja dementsprechend gut deswegen ist, ist es ja egal. Deswegen sage ich auch immer, ja, wenn der andere top ist, dann brauche ich den rechten Fuß nicht. Deswegen probiere ich weiter an meinem linken zu arbeiten und nicht an meinem rechten. Wenn der dafür sorgt, dass du nicht umfällst, ist doch gut. Und das kriegt er hin, ja. Ja, und sehr gut sogar. Sehr gut, ja. Sally Maurice fragt auf Instagram, mit welchem Mitspieler kann man am besten einfach mal einen Kaffee trinken? Oh, ich glaube, kann man mit jedem, aber ich glaube, der Toni ist ja jetzt hier bei uns und ich muss auch sagen, hat wahrscheinlich auch viele mitbekommen, der hat ja auch seinen eigenen Kaffee, dann würde ich auch mal an seinem eigenen. Schlotti Rühkapp 17 fragt auf Twitter, gibt es einen bestimmten Grund, dass du die Rückennummer 4 gewählt hast? Ja, ich hatte ihn bei meinem alten Verein schon und bei dem Verein davor auch und bei dem Verein davor auch und deswegen habe ich sie jetzt wieder genommen. Sie war belegt, wurde mir dann glücklicherweise freigemacht, deswegen habe ich sie genommen und Niki Süle hat sie zum Glück nicht genommen, sonst hätte ich sie ihm geben müssen, aber deswegen, ja, mein Vater hat die früher schon getragen, er mag sie ganz gerne, habe ich gesagt, nehme ich die auch. Alte Tradition, sehr schön. Sally, wie groß ist die Vorfreude von dir auf ein eigenes Tor vor der Süd? Ja, ich glaube, das wäre schon was sehr, sehr Großes. Ich weiß auch gar nicht, was ich da für einen Jubel dann machen soll. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, das wäre schon was Geiles auf jeden Fall. Es gibt nur ein Problem. Das wäre? Du triffst fast nur auswärts.
Also, ja. Bundesliga, 2 Tore, beide auswärts. DFB-Pokal, 1 Tor, auswärts. Zweite Bundesliga, 6 Tore, 5 auswärts. Regionalliga West, 4 Tore, 3 auswärts. Was ist los? Da bist du ja echt tief ins Detail gegangen, ne? Nee. Ja, über dich was rauszufinden, was nicht ganz so positiv ist, ist gar nicht so einfach. Ja, ich glaub, der war jetzt gut, ne? Der war gut. Den muss man ja auch wissen. Ja, ich glaube, war nicht so hart. Ja, ich glaube, das ist auch irgendwo meine Schwäche. Ich glaube, zu wenig Tore gemacht, aber ich hoffe, dass sich das diese Saison ändern wird. Wenn du vor der Süd eins gemacht hast, glaube ich es mir. Dann willst du immer wieder da. Ja, wahrscheinlich. Letzte Frage an Nico, die kommt von Marius Wolf. Er fragt auf Instagram. Manchmal rede ich auch nur. Was sagst du immer zu deinem Friseur? Darf ich sagen? Also manchmal sagt er, mach wie du willst, deswegen. Ja, wir haben da. Sie ist direkt vom internationalen Lachwettbewerb hier hingekommen. Bist Zweite geworden, ne? Ja, wir haben da so einen kleinen Gag in der Mannschaft. Weil Niki Süle seine Frisur sehr, sehr gut findet. Sali auch, ja. Sie ist auch, okay. Ich bin tatsächlich beim gleichen Friseur wie Marius, deswegen. Er macht bei uns beiden was falsch, sagen wir mal so. ich sag zu ihm, mach wie immer. Dann kommt es raus. aber ich bin tatsächlich ganz zufrieden mit meiner Frisur. Entweder es gefällt einem oder nicht. Ganz genau. So, das waren unsere Fanfragen. Jetzt wollen wir uns mal mit dem Mann rechts außen beschäftigen. Er hat seinen Stammplatz ja bei den Sky-Top-Spielen, so wie am Samstag. Und wir schauen uns mal ein paar Highlights von Sebastian Hellmann an. Schöner Wetter. Der BVB spielt gegen Leverkusen. Wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zum Topspiel Nummer 1. Traust du den Dortmundern das zu, was alle sich so ein bisschen erhoffen? Da sehen wir die Giganten. Lassen wir sie kurz reinlaufen. Reus, Hummels, Schlotterbeck, Dahoud. Sein Verein, seine Stadt, sein Stadion, das schönste der Welt, haben sie selber gesagt. So, jetzt sind es endlich mal 80.000 und Sie sind Chef. Geht dann Traum vom kleinen Edin in Erfüllung, kann man das so sagen? Ja, da bin ich auch ganz ehrlich. Geträumt habe ich sowas nie. Ich habe mir sowas auch nicht vorgestellt. Aber so wie jetzt die Vergangenheit gelaufen ist, freue ich mich natürlich sehr über diesen Tag. Das hat man nicht im Training, das hat man nicht im Testspielen. Das ist der BVB. Ich finde, dass der BVB all das so reinbringt, was sie vor der Saison angekündigt haben. Mentalität, Dynamik, totaler Wille. Ist das so ein Unterschied zur letzten Saison? Ich weiß nicht, ob es ein Unterschied ist, aber auf jeden Fall bringen sie es heute gut auf den Platz. Ich glaube, die Fans sind sehr sensibel, auch wann die Mannschaft sie braucht. Sie sind unglaublich da, pushen die Mannschaft nach vorne. Völlig verdient, zufrieden mit Spiel 1 hier vor 80.000 für den BVB? Zufrieden, weil wir gewonnen haben und weil wir zu Null gespielt haben. Ich glaube, das ist das, was du als Innenverteidiger willst. Und ich habe mich brutal auf das Spiel gefreut, auf diese gelbe Wand. Ich glaube, das macht schon sehr, sehr viel Spaß und ich werde die nächsten Jahre hier alles geben für den Verein. Vielen Dank, Nico. Danke. Sehr sympathischer Danke. Auftritt und Glückwunsch für den ersten Mal. Dankeschön. Danke sehr. Sebastian, erste Frage, muss erlaubt sein. Wir sind hier, du siehst das hier in Dortmund, alles schwarz-gelb. Warum habt ihr blau-weiße Anzüge? Das weiß ich nicht. Das sucht irgendjemand vor der Saison aus und dann hängt das da und dann muss das angezogen werden. Wir müssen ja Uniform tragen. Die einen finden es gut. Ja, es tut mir sehr leid. Nächste Woche sind wir auf Schalke, dann finden es alle gut. Also. Ich kann nichts für den Spielplan. Gibt's auf Schalke Topspieler oder wie? Thank you.
schon angekommen hier, der Nico Stoff. Ja, Schlotti, Schlotti haut heute aber schön ein paar raus. Leck mich in der Däsche. Wobei, blau und weiß, das sind ja am Ende auch deine Farben. Das darf man sagen. Du bist blau. Arminia. Ja, Arminia Bielefeld. Und das darf man ruhig sagen. Das ist ja ein Verein, wo du total. Hier nicht. Da habe ich auch große Sympathien beim BVB damals erfahren. 82 haben wir 11-1 verloren. Und nein, wirklich, ich war als kleiner Fan da und die waren ganz nett zu mir. Alle haben gesagt, haben mich hinterher getröstet. Ich stand so ein bisschen auf der BVB-Seite. Halbzeit übrigens 1-1, wenn ich das sagen darf. Wir waren nicht so schlecht. Ja, ist so. Ja, ich weiß, ich bin schon seit 40 Jahren hier. Ja. Der Torhüter bei uns ist übrigens Olli Isowau, finnischer Nationaltorhüter, furchtbar. Ganz. War auch das letzte Spiel, ne? Ja, stimmt. Gut, alte Zeiten. Ja, wir haben ja schon geklärt, dass Großeltern kommen auch aus Dortmund, ne? Ja. Dass du, deshalb bist du ja auch heute hier, damit du mal wieder... Ich mag das hier, ja, sehr. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Doch. Wenn ich in diese blau-weiße Falle gelockt worden werde von dir, mich dann rechtfertigen müssen, ich auch gemacht. Was war für euch das denkwürdigste Spiel, das ihr als Zuschauer im Stadion verfolgt habt? Gibt es da eins, wo ihr sagt, boah, da ist aber alles gegen mich gelaufen? Boah, schwer. Ich glaube, in letzter Zeit gab es viele interessante Spiele. Schlotti, sag du mal. Sebastian, sag du. Nein, überhaupt natürlich. Das wird euch ja alle freuen hier, die Nichtmeisterschaft von Schalke. Da habe ich das Chaos ja mitverantwortet, sozusagen. Also da, das war schon ein Spiel, das möchte ich so nicht nochmal erleben. Also als Reporter jedenfalls. Ja, ja, natürlich. Und ansonsten, ja, also so Champions League, die Finals, wenn du damit da auf dem Rasen stehen darfst und die Hymne kommt, das ist schon mal. Ja, ja, das ist schon, also jetzt auch wenn man in Anführungsstrichen nur reportieren darf, ist es schon echt großartig. Ja. Was bereitet dir an deinem Job die meiste Freude? Das egal, also so empfinde ich es jedenfalls, ob du einen Landesliga-Kicker hast oder einen Regionalliga-Kicker oder einen Bundesliga-Kicker oder einen Champions League, die finden den Sport so geil und hauen sich da so rein. Und freuen sich alle miteinander. Und bin ich ein kleiner Romantiker, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde diesen Geist so sensationell, was da in dieser Mannschaft passiert. Und das ist völlig unabhängig, in welcher Klasse das ist. Am Ende liegen sich alle in den Armen und feiern sich ab, wenn sie gewonnen haben. Das finde ich sensationell, muss ich sagen. Am Samstag gehst du zu Edin, gehst zu Kehli und fragst sie nach einem eventuellen neuen Stürmer. Mhm. Du weißt ganz genau, dass die beiden sowieso nichts sagen. Du stellst die Frage aber trotzdem. Ich wusste, mit der Hoffnung, dass vielleicht doch einer sich mal verblabbert. Ja, wir telefonieren ja auch viel und waren schon ganz gut informiert und konnten es natürlich nicht sagen. Also manchmal darf man ja weniger sagen, als man weiß. Das ist auch so, das ist halt so. Aha, du wusstest und, das. Und ja, also es stand ja noch so auf der Kippe, weil ich meine, du wirst ja mit ihm gesprochen haben. Toni wollte natürlich gerne 2 Jahre irgendwo unterschreiben, logischerweise. Und deswegen war es noch so ein bisschen hin und her. Und Vertragsdetails kennst du auch noch. Gut, zieh zurück. So habe ich es gehört, auf jeden Fall. So, sag es mal so. Und als Kehli dann aber sagte, oder Sebastian Kehl sagte, ja, das wird jetzt schnell gehen, irgendwie in den nächsten Tagen, da war mir schon klar, dass also so groß war die Auswahl dann jetzt auch nicht. Ne? Also, naja, gut, aber dann muss man eben beißt man auf Granit und wartet dann, bis es irgendwann hoffentlich bei uns rauskommt. Aber ich kann mir vorstellen, es ist manchmal schon schwer, überhaupt nichts rauszulassen. Aber das wäre ja dann auch dein Tod, ne? Also nicht dein Tod, sondern du weißt, was ich meine. Das wäre dann dein vorletztes Spiel gewesen. Nein, die Leute müssen aber schon wissen, dass du schon gut informiert bist. Ne? Also ja. Sonst fehlst du die Ebene. Ja, aber gut, du bist die ja 30 Jahre dabei. Ja, ja. Also wenn du nicht gut informiert bist, wer dann? Ja, man muss sich auch vorbereiten. Ne? Also man muss telefonieren, man muss die Sachen erfragen, sonst wird es schwierig am Wochenende. Ne? Also, und den Ehrgeiz muss man sich bewahren, sonst funktioniert es nicht. So, jetzt gibt es eine Schnellfragerunde an dich, Sebastian. Bitte nicht zu ausschweifen. Okay, Antwort. Ich mach ganz schnell. Das schönste Spiel, wo du als Moderator dabei warst? Arminia Bielefeld gegen Bayern, jetzt das erste Topspiel nach dem Wiederaufstieg. Das,
Das 11-1 hatte ich ja schon erwähnt. Also 1982. Der angenehmste Interviewgast? Außer ich. Norbert Dicke. Ich wusste, dass es kommt, deshalb wollte ich das nachschieben. Außer mir. Gibt es jemanden, der, der besonders gerne interviewt? Das ist ja jetzt, also Gomez macht das schon sehr gut. Also das ist jetzt als frischer, neuer Experte, ja, macht das schon einen super Job. In welchem Stadion würdest du gerne noch moderieren? Oh, ich habe, also ich war noch nicht in Mexiko, dann würde ich gerne Azteca. Dein peinlichstes Interview? Ah, ich habe mal zu Andi Möller Olaf Thon gesagt. Die sehen sich aber auch zum Vermessen. Ja, ja, total. Hab's aber selber gar nicht gemerkt. Also ich wusste schon, wer es war. Mir ist einfach der falsche Name. Ich hatte den falschen Namen im Kopf. Und der guckte mich an und sagte, wie Olaf Thon. Und ich gucke ihn an, der sagt, wie Olaf Thon. Aber Sebastian, sowas passiert nun mal. Ja, der guckte mich an, ich gucke ihn, ich wusste gar nicht, was er von mir wollte. Und dann. Und hinterher kamen natürlich die ganzen SMS, grüß dich Andi, hier ist der Olaf, hallo Olaf, hier ist der Andi. Das war ein bisschen blöd. Dein Lieblingsfußballkommentator aller Zeiten? Ernst Huberti. Die schlimmste Frage, die ein Moderator nach 90 Minuten einem Spieler stellen kann? Warum hat es nicht funktioniert? Oder nach einem 0-6, wie war's? Wie fühlst du dich? Was? Genau. Das ist die schlimmste Frage, die man euch nach dem Spiel stellen kann. Also außer, wie fühlst du dich? Wieso hast du so schlecht gespielt? Aber das wird ja nicht gefragt, ich glaube. Ich glaube, wenn so 10 dann nochmal gezeigt werden, wo man einen Fehler gemacht hat und dann gefragt wird, was war da los? Also. So, jetzt sind wir auf der Zielgeraden. Lass uns noch kurz nach vorne blicken. Saisonstart geglückt, das erste Spiel ist geglückt. 2021, Niederlage, zweiter Spieltag. 2020, Niederlage, zweiter Spieltag in Augsburg. Ach so, beim ersten 21, zweiter Spieltag in Freiburg. 2019, Niederlage am dritten Spieltag in Union. Ich könnte die Liste noch weiterführen, dass... Darf nicht passieren, Sally. Wie müsst ihr das Spiel in Freiburg gestalten? Ich glaube, mit der Qualität, die wir in der Mannschaft haben, wenn wir unsere Qualitäten gut ausspielen, spielfreudig sind, aber auch, wie Schlotti das schon gesagt hat, vor allem eklig sind in den Zweikämpfen, vor allem gegen die Freiburger, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit schon da, dass wir gewinnen, weil wir einfach individuell, glaube ich, schon besser sind als die und an unsere Stärken glauben müssen und, wie gesagt, einfach eklig sein müssen. Und dann glaube ich schon, dass wir da auswärts gewinnen. Hol der Trainer. Hol der Trainer sich noch Tipps bei dir? Gibt es typische Freiburger Taktiken? Gut, die Jungs kennen sich seit 7-8 Jahren. Ich kam da letztes Jahr auch nur dazu. Von Union davor. Ich glaube, dass Freiburg so spielt wie immer. Sie spielen schon sehr erfolgreich im Fußball die letzten Jahre, das muss man ihnen lassen. Sie spielen guten Fußball, sie hauen sich in den Zweikampf rein, ob es der Stürmer ist, ob es der Mittelfeldspieler ist. Ich glaube, jeder verteidigt auch mal den eigenen Strafraum. Ob der Trainer von mir Tipps holt, schauen wir mal. Er hat mich noch nicht bisher gefragt, aber vielleicht stecke ich ihm mal ein, zwei Infos, die ich vielleicht weiß. Aber du freust dich auch auf die Partie. Ich freue mich auf die Partie. Ich kenne sehr viele von dort noch. Ich glaube, die ganze Mannschaft, bis auf mich und ein, zwei noch, ist geblieben. Mein Bruder spielt dort. Ich freue mich brutal, weil ich sehr, sehr gute Beziehungen zu den Jungs hatte. Ich hatte dort mein erfolgreichstes Jahr in meiner Karriere. Ich war im Pokalfinale. Das war so ein bisschen mein Durchbruch. Wäre ich nicht bei Freiburg gewesen, wäre ich wahrscheinlich auch nicht nach Dortmund gekommen. Deswegen ist es schon so alles gelaufen, wie ich wollte. Deswegen freue ich mich brutal auf die Jungs, auf den Verein, auf die Fans. Trotz all dem, glaube ich, gewinnen wir dort. Und du siehst am Samstagabend dann den nächsten Sieg der Borussia. Ach so, ja, doch, jetzt verstehe ich sie. Ja, genau.
Gladbach spielt wo? Ja, darf ich das hier sagen? Ja, das ist gut. Kostet ein bisschen was, aber macht ja gut. Auswärts beim S04. Und dann gucke ich mal, was da so rauskommt. Also, ich finde, trotz allem, ich finde, dass das Schalke der Bundesliga gut tut und hab Bock auf das Spiel, Bock auf das Stadion. Ich finde, dass Gladbach das gut gemacht hat. Und, ja. Wünsche für die nächsten 12 Monate an euch drei. Also ich soll anfangen? Ja. Also ich finde, so bei all dem, was wir jetzt erlebt haben in den letzten Jahren, wenn die Stadien voll bleiben und natürlich jetzt so gesamt in der Gesellschaft, dass alles so bleibt, wie es ist, würde ich mich echt freuen. Hoppsala. Ups, alles gut. Nico, zu viel Bier. Kannst du dem Herrn Dickel vielleicht helfen beim Bier ausschenken? Nein, wenn das alles so bleibt mit den vollen Stadien und wir eine spannende Saison sehen, finde ich das überragend. Das ist das, was ich mir so jetzt wünsche, fußballerisch auf jeden Fall. Macht ihr einfach weiter, komm. Ja. Soll ich oder willst du? Kannst gerne beginnen. Ja, ich glaube, ich wünsche mir einfach, dass wir als Team verletzungsfrei vor allem durch die Saison kommen und einfach eine erfolgreiche Danke. Zeit, sowohl in der Champions League als im Pokal, aber auch in der Bundesliga. Ja, vor allem eine erfolgreiche Saison, aber auch was erreichen. Und ich glaube, das ist mein Wunsch, sage ich mal, für dieses Jahr. Auch gesund bleiben natürlich. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Wir haben bis Dezember, bis zur WM haben wir brutal viele Spiele. Ich glaube, wir müssen da als Mannschaft einfach gesund bleiben. Und ich glaube, wenn wir das bis Ende der Saison hinkriegen, dann probieren wir auch ein paar Pokale zu holen, wie da hinten gesagt wurde. Bevor wir mit 0,0... Was wünschst du dir? Was wünschst du dir? Bier. Dass ich... Bier, aber nicht alkoholfrei. Ja, verletzungsfrei durch diese Saison kommen. Und jetzt im Ernst? Mach nicht. Ja. Gesund durch was wolltest du jetzt irgendwie besseres Handicap oder was wolltest du? Nein, ich war ernst gemeint. Ich meine, du machst das auch schon so lange als Schadensprecher, peitscht die Jugend da vorne. Ich bin im 31. Jahr, richtig. Ja, und dann kannst du auch sagen, also vielleicht wird es eine besondere Saison, weil? Ja, weil wir wieder Titel holen. So. Jetzt sind wir so weit durch, aber ihr habt schon gesehen, es gibt eine Sonderedition von der Brinkhoffs, das sind Legendendosen. Hier zum Beispiel Michael Zorc, Kalle Riedle. Och, ich bin ja auch dabei. Hier bist du doch, hier. Ja. Flo Kringe habe ich. Flo Kringe, das sind 16, ich glaube 16. So. Bitte? Flo Kringe! Geben wir dir. Bring ich dir im Rewe gibt's die. Bring ich dir mit. So, also das war's. Wir stoßen natürlich mit 0,000 alkoholfrei an, weil die Jungs am Wochenende wieder gewinnen wollen sollen. Das war Brinkhoffs Ballgeflüster Nummer 39. Brinkhoffs Ballgeflüster Nummer 39 mit fantastischen Gästen. Ich bedanke mich bei Sebastian Hellmann. Vielen Dank. Bei Salih Can. Und bei Nico Schlotterbeck. Tschüss, macht's gut. Kommt gut nach Hause. Und wir sehen uns in 14 Tagen im Stadion. Tschüss, macht's gut.